Dass BMW die neue Klasse neu auflegen möchte, das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Bis 2027 sollen 6 Modelle auf der gleichnamigen Plattform auf den Markt kommen, darunter auch ein Coupé. In puncto Design könnte der Zweitürer sowohl Einflüsse der bereits gezeigten Studie Vision neue Klasse bekommen, aber auch klassische Elemente, die schon den legendären M1 zierten. Auffällig dürfte aber das Fehlen des sogenannten Hofmeisterknicks sein. In der Frontansicht dürfte der Sportler ein sehr schmales Öffnungsband über die gesamte Fahrzeugbreite bekommen, das gleichzeitig die Doppelniere darstellt. Viel interessanter dürfte es beim Blick auf die Technik werden, denn als erstes Modell könnte das Coupé mit Radnabenmotoren vorfahren. Der Clou dabei? Die Motoren sitzen direkt hinter der Felge des Autos, was einen direkten Antriebsfluss ermöglicht und vor allem Bauraum einspart, der für andere Zwecke wie größere Akkus genutzt werden kann. Im Falle des neue Klasse Coupé könnten 4 Radnabenmotoren den Sportler antreiben, mit je einem Motor pro Rad. Zur Leistung ist aber noch nichts bekannt, da werden wir uns wohl bis zur Premiere gedulden müssen. Doch jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von unserer Illustration zum neue Klasse Coupé? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Like und ein Abo da.